Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir zusammen die französische Blissine-Box auspacken. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blissine-Box ist ja mittlerweile auch nach Deutschland gekommen. Da kann ich euch hier oben im E-Mail das deutsche Unboxing verlinken. Das heißt, sie wird auch ein deutsches Booklet haben. Diese hier ist aber tatsächlich noch die Klassiker-Variante. Und ja, ich sitze vor einem Fenster. Ab und an kommt hier ein bisschen Sonne raus. Deswegen ändern sich hier ein bisschen die Lichtverhältnisse. Aber ich wollte tatsächlich noch ein bisschen Sonne heute hier auch genießen. Auf jeden Fall haben wir hier die März-Variante. Und Leute, hier ist ein Produkt drin. Das ist so ein Kracher. Ich freue mich da so mega drüber. Und die kostet 17,90 € pro Box und pro Monat, wenn man die quasi nach Deutschland sich schicken lässt. Das Problem hier bei der französischen Box ist halt immer, die ganzen Informationen hier drin in dem Booklet und so weiter sind auf Französisch. Deswegen habe ich mir hier auch eine kleine Übersetzung vorbereitet. Und außerdem kann man hier auch, glaube ich, nur mit Kreditkarte bezahlen. Wir haben jetzt im März eine Kooperation zwischen Blissine und Omi. Und Omi, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ist tatsächlich die Marke, die solche Ausmalgeschichten anbietet. Also auch in ganz, ganz groß. Also wenn man dort auf der Homepage auch mal vorbeischaut, das ist total cool. Habe ich mich auch inspirieren lassen, als ich eben schon die Übersetzung gemacht habe. Ne? Und man könnte theoretisch auch die ganze Box sich jetzt auch schön anmalen, weil das auch ein schönes Papier hier drauf ist und hätte dann so eine schöne, kunterbunte Frühlingsbox sich selber gestaltet. Ich finde es cool, ne? Das tatsächlich jetzt im Frühling auch genauso zu machen. Ich habe jetzt hier einmal den Deckel entfernt. Und hier sehen wir auch schon beim Booklet, wie man das theoretisch dann machen könnte. Ne? Also so quasi die Anfänge und je nachdem, wie man Lust und Laune hat, kann man die Farben verwenden. Ich finde das sehr, sehr schön. Hier haben wir dann einmal den Blick in die Box und wir sehen hier schon Fenty Beauty, Leute. Das wird so ein krasses Unboxing heute werden. Und ich habe mir jetzt einfach mal schon mal die Mühe gemacht und hier dieses Edito übersetzt. Ja, also Timestamps, falls euch Gelaber nicht so interessiert und ihr nur die Produkte sehen wollt oder so, ne? Kommen wir zu meinem stümperhaften Übersetzungsversuch. Anmalen, Gänseblümchenkranz-Workshop, Morgenmeditation, Gesichtsselbstmassage. Jeder hat seine eigene Frühlingstherapie für einen freien und leichten Geist. Lassen Sie diesen Monat Ihrer Kreativität freien Lauf und zeigen Sie Farbe. Farbe. Wer ist besser geeignet als Omi? Oh my, keine Ahnung, die Marke mit riesigen, fröhlichen und grafischen Malvorlagen, um ihre Schachtel in ein kleines Kunstwerk zu verwandeln. Es liegt an Ihnen, sie einzigartig zu machen, ihr Leben einzuhauchen und sie mit ihren Lieblingsfarben zu beleben. Schnappen Sie sich Ihre Stifte, Pinsel und Paletten, es ist Zeit, den Frühling auszumalen. Ich finde es ganz süß, ne? Von der Idee her wirklich, bei der Kooperation so eine Geschichte dann auch direkt auf die Box drauf zu drucken. Und ja, jetzt kommen wir zum Hauptteil des Ganzen und zwar zum Unboxing. Die Produkte passen meiner Meinung nach jetzt nicht so unbedingt zum Motto an sich, aber hier sind krasse, tolle Produkte drin und das ist das... Ich bin ein bisschen aufgeregt, Leute, was die Box halt auch wirklich immer wieder ausmacht. Es sind Produkte, die sinnvoll sind. Es ist kein Shishi, es ist nichts irgendwie exorbitant Merkwürdiges, wo wir nicht unbedingt als Abonnenten wissen, was wir damit anzufangen haben. Und wir starten mit dem Klopper. Und zwar durften wir uns diesen Monat als Abonnenten eine Foundation-Farbe aussuchen. Das finde ich auch immer sehr, sehr wichtig. Und zwar von Fenty Beauty. Das ist so hammermäßig, dass man das darf, also konnte, also dass es damit drin ist. Wir haben immer mal wieder so Fenty und MAC und so krasse Marken in diese Box drin. Ja, Fenty Beauty by Rihanna, die Pro Filter Hydrating Longwear Foundation. Und ich habe so oft schon drüber nachgedacht, mir die selbst zu kaufen. 32 ml sind drin und ich habe mir die Farbe 120 natürlich ausgesucht, das hellste, ne? Denn ich bin halt super blass und dann macht das einfach Sinn. Und das kommt auf jeden Fall in meinen Full-Face-Beauty-Boxen im März. Und ja, wow, ne? Ihr seht es jetzt auch wirklich sogar richtig im Tageslicht, wie die Farbe aussieht, weil die Sonne hier gerade richtig schön reinscheint. Und ja, da freue ich mich drüber. Die hat hier so einen Pumper und ich finde es einfach so aufregend, dass wir in einer Box, für die man 17,90 €, eigentlich sind es ja 14,90 €, aber wegen Lieferungen und so ist es bei mir irgendwie, ich weiß nicht warum, ich zahle 3 € mehr als zum Beispiel Unbox Butterfly Nicole. Die macht die Box nämlich auch immer wieder auf. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die Foundation hier drin und ich finde es so großartig. Also Wahnsinn. Und ich finde es halt einfach super praktisch, dass die halt auch die Möglichkeit geben, es wird gerade super dunkel hier im Hintergrund, egal,
dass sie halt die Möglichkeit geben, dass man sich auch eine Farbe aussuchen konnte. Weil ansonsten macht halt so eine Complexion-Geschichte oder eine also generell Complexion-Produkte in der Beauty-Box relativ wenig Sinn, ne? Weil man nicht wirklich weiß, welche Hautfarbe, welchen Unterton oder so hat dann der oder die Abonnent in. Oh Gott, gendern ist so schwierig. Deswegen, also das hat mich so dermaßen geflasht. Aber es ist ja nur eins von 5 Produkten in dieser Box und das finde ich einfach so aufregend. Wir haben ja als nächstes etwas drin, das ist Rizinusöl, Real de Resin, ja, von Resin, nee, weiß ich nicht, ob das die Marke ist, 50 ml haben wir hier drin enthalten und das ist halt, ja, Rizinusöl, sowas verwende ich persönlich ganz gerne an meinen Längen der Wimpern, weil ich verwende ja ein Wimpernserum, um halt die Wachstumsphasen der Wimpern zu verlängern, dass ich halt mehr Länge bekomme und die Wimpern halt später ausfallen. Und damit die Wimpern in der Länge nicht abbrechen, verwende ich gerne ein Rizinusöl. Da habe ich auch aktuell eins in Anwendung. Und hier ist auch witzigerweise Bioorganik ist scheinbar die Marke. Hier ist auch noch so ein Applikator mit dabei und das werde ich auch direkt in Anwendung nehmen für das Rizinusöl, was ich aktuell in Anwendung habe. Das ist einfach so ein Spoolie. Der gehört einfach mit zum Lieferumfang mit dazu. Das ist sehr sinnvoll, weil damit kannst du dann einfach hier so reingehen oder halt was drauftröpfeln oder so, ne? Und dann halt in die Längen geben. Das ist so wichtig. Oder du kannst es auch als Augenbrauenserum, wie auch immer, verwenden. Und ja, sowas in der Beautybox drin enthalten zu haben, ist einfach praktisch. Und ich finde es cool. Ich finde es richtig, richtig cool. Auch das ist ein super praktisches und sinnvolles Produkt. Dann haben wir hier etwas drin enthalten. Und zwar ist das von Ecos. Ecos sagt mir auch was, weil das auch so naturkosmetikmäßig unterwegs ist. Das hatten wir auch schon mal so in Naturkosmetikboxen drin. Eine Handcreme. Kann ich aktuell gut verwenden. Denn ich sitze hier gerade zwar Fullface geschminkt, sehr hübsch oben, aber untenrum habe ich eine Arbeitshose an. Das habe ich euch auf Instagram auch gezeigt. Falls du mir dort noch gerne folgen möchtest, ich heiße AIDUIP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ihr könnt mir hier übrigens auch gerne ein Abo dalassen, denn ungefähr 50% meiner Zuschauer sind gar keine Abonnenten. Leute, was da los? Gerne auf den Abo-Button klicken und mich unterstützen. Ich fände es voll cool. Auf jeden Fall habe ich halt eine Arbeitshose an, weil ich gleich oben weiter renovieren werde. Ich bin gerade hart am Tapezieren. Und ja, hier haben wir mit Tokuma. Irgendwie, 40 Gramm, eine Handcreme drin enthalten und die kann ich einfach sehr gut aktuell gebrauchen, weil meine Hände halt weinen, ne? Die sind voll mit Kleister oder Farbe und jetzt, wenn ich oben mein Zimmer fertig habe, das YouTube-Zimmer wird das übrigens, werde ich dann danach halt auch immer wieder in den Garten gehen. Dann brauche ich das halt einfach, ne? We are vegan, also vegan ist es auch noch, das ist auch ganz cool und ja, ne? Alles feini peini. Ecos ist eine schöne Marke. Da hatte ich auch mal eine Haarkur, glaube ich, von. Und auch eine Bodylotion war auch schon mal in Boxen drin enthalten, ne? Genau, ein veganes Produkt. Und da achtet die Aufregung. Da achtet tatsächlich die Bliss7-Box auch sehr drauf. Das ist sehr, sehr, ja, nicht nachhaltig. Das ist ein schwieriges Wort, aber recht natürliche Produkte auch enthalten sind. Und das finde ich auch sehr nett immer. Dann habe ich hier von Hugon, auch eine Marke, die uns öfters in der Bliss7-Box über den Weg läuft, etwas drin. Und zwar eine Gesichtscreme für die Nacht. Und ja, da sind 10 ml drin enthalten. Nachtcremes sind immer sehr sinnvoll. Die sind meistens etwas reichhaltiger, als wenn man jetzt eine Tagescreme verwendet. Nur weil die müssen ja immer eigentlich etwas leichter sein, sodass man da auch noch einen Lichtschutzfaktor oder so drüber geben könnte. Die riecht sehr kräuterig. Muss man mögen, den Duft. Das ist jetzt nicht hundertprozentig meine Welt, aber die hat ein bisschen was von Lavendel auch mit dabei. Das heißt, es passt schon für die Nacht, ne? Ich glaube, die probiere ich mal aus tatsächlich. Und als letztes Produkt haben wir hier ein Öl von Garancia drin enthalten. Und auch Garancia ist eine Marke, die wir öfters in der Bliss7-Box finden, weil es auch eine französische Marke ist, die auch recht natürlich unterwegs ist. L'Appel de la Forêt. Ist das der Ruf des Waldes, heißt das, glaube ich, Booster de Vitamin C, also ein Vitamin C Booster mit 2 Phasen, 8 ml haben wir hier drin. Das heißt, man muss es schon vorher schütteln, damit die beiden Phasen sich auch gut vermengen. Und jetzt, wo es draußen halt noch ein bisschen kälter ist, kann ich das abends immer sehr gut gebrauchen, dass ich mein Gesichtsöl auftrage. Morgens mache ich das eher weniger, wobei Vitamin C auch dafür bekannt ist, dass man das gerne morgens auftragen kann. Aber ich, ja, mache das eher abends, ne, wenn es halt öliger ist. Und jetzt versteckt sich die Sonne und jetzt sieht man, ich versuche das irgendwie auch in der Bildbearbeitung nachher ein bisschen anzupassen, dass es nicht ganz so wild für euch aussieht. Ich gucke mal, ob ich das hinkriege und wie das nachher überhaupt aussieht vom Video her. Keine Ahnung, aber ich will Sonne.
Das ist so schön, dass jetzt der Frühling kommt. Ne? Auf jeden Fall. Ja, haben wir hier so ein Gesichtsöl, Gesichtsserum mit drin enthalten. Auch das ist ein praktisches Produkt. Und ich finde, dass die ganzen 5 Produkte, die jetzt hier in der Box drin enthalten waren, wieder praktisch waren. Und endlich ein Klopper. Letzten Monat war ich ja nicht ganz so glücklich über meine Blissim-Box, aber diesen Monat hat sie mich wieder vom Hocker gehauen, dass ich einfach für diesen Preis, für diese 17,90 Euro, die ich bezahle, diese geilen Produkte bekomme, die natürlich auch einen hohen Wert haben werden. Aber ne, ich finde es einfach hammermäßig. Und das ist das, was die Blissim-Box ausmacht. Also schaut gerne auf der deutschen Seite auch mal vorbei. Schaut euch gerne auch das deutsche Unboxing an, was ich gemacht habe. Oder ne, wie ihr möchtet, da könnt ihr frei entscheiden. Ich bin einfach von dieser Box gerade sehr geflasht und freue mich da auch sehr drüber. Und ja, wenn euch dieses Video erfreut hat, wenn ich euch irgendwie eine schöne Zeit geben konnte, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beauty, Abo, Rampampam-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!